Hallo, hola, hello. Hallo, hola. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Lumbung Kontext. Das ist die siebte und letzte Folge. Und wir freuen uns heute, Gäste aus Bogota, Kolumbien bei uns zu haben. Und aus Ozeanien. Wir freuen uns, dass hier alle zusammen sind. Alle können sich auch beteiligen, Fragen stellen. Am Ende werden wir hier noch einmal zusammenkommen. Wir haben eine Eröffnungszeremonie von Fafswerk aus Neuseeland. Damit beginnen wir den heutigen Tag. Bitte schön. Thank you, Kia ora koutou, ko Jamie White te awa hau, ko awa hau te kaikaraki I tēnei rā. Hi, my name is James Waititi, I'm Jenny Fluid, my pronouns are he, she, they, and ia. I am Māori of Te Whānau Pararaki, Te Whānau Apuni, Te Rarawa and Māpui. Today I will be doing a form of prayer, where I will acknowledge the Maramataka, the energy of the moon, in accordance to my cultural practice. Today, there are two contrasting energies at play, and in that we acknowledge the space shared between us. We acknowledge the moon has just returned from the stars with the responses from our ancestors and made a plan for the gods to lay out the journey for the rest of the month. Now I'll be switching to my mother tongue. So if you can get into a space in which you acknowledge your higher self. Wir beginnen mit einer Zeremonie. Erinnern an unsere Vorfahren. Ich spreche jetzt in meiner Muttersprache weiter. Tamatea te kaitorumi, ko tamatea ngā wai erua, e rere ke ana, te rere I roto I te moana. I runga I tēnei rā, I runga I te tikanga, tamatea me maumahara tātou, ngā āhuatanga erua, e neke neke ana I wāna me ia tātou. Ko tētai ko Fafswe, ko tētai atu ko mamā. Mai ia Aotearoa, mai ngā whenua o te kawirau āmaki ki te ao whānui. Karanga mai ki te kawarau āmaki, ki te wārui a tiriwa. Koe a nei o manuhiri e tupimiri ana ki a koutou. Nā ngā atoe manaaki e arahia ana I a tātou I runga I te aratika. Ki a kore te ringa taunaha e tupuna ana ki a tātou. Me whai mōhiotanga I raro I te tikanga o te maramataka. I roto I ngā wai e rua o tamatea, I roto I ngā rā e whā o tamatea. Ara, o tamatea a iro. Ko tīmata ngā ki te kori kori ki te ore ore. Ko kitea te pāwakakaruta moana me ngā ngirutai ko paratiti mai ana I runga I ngā toka. Ko tīmata te tō whakawaho o ngā ngaru. Ko tamatea ngāna ko whakātū he kino kai te harama kā kāri ki taumaha ke atu atu I te āwhau. E kikorangi I pōuri uri Kei waho atu, kei waho atu. O tamatea kai ariki. Kei te aho, ngā tamatea hako he aha. No Hawaii, no Lewenuku, no Toi te Ruatahi, no Haumai Tāwhiti. Tai no aki, tamatea tūha aha. E pō whakaututi ngā mahi ku mahia. Kua hoki ngā kaitiaki, kua pāpaku ngā taitimu. Ara, ko te tohu tērea, no hopuku te iwi. Ko hoki mai a whiro me ngā whakautu a ngā mā
pacu atsipino. Kokie yra tai, ir tato mūsų, ir tato avoma mama. O pakataka yra tai, ir apkota, nautinė į mama paima. Yra vaima, nekeli, kai hama, automatia, o tuja, jie ne apkota, makinu, į mama. Arato į nalį, tesipama, tešipi. Arato, o tato mūsų, yra, ir sufiracija, ir te amarma. Ja, bei Mohiotana, ja, bei Marmatana Tatoi, Kaura Tatoi, Iteau, Itebo, Zitsuri, Fakamawa Katsina, Sina, Oye, Huye, Tai. Fakalafalahi Atsu, my name is Alicia Olsen Hiti, I am of UN and English Fakapapa. My pronouns are she, her. I'm a performance artist and producer based here in Papaki Makoto and Aotearoa. Tala Palapa, my name is Moi Lama. I am of Samoan descent. My pronouns are she, her, they, them. I am a performance artist and I am the mother of the House of Kamala Kwan. Die Mitglieder des Kunstkollektivs Fafswak Moana. Es wurde 2013 in Aotearoa gegründet und will sich dafür einsetzen, dass queere und indigene Menschen stärker präsent sind, insbesondere in der Kreativbranche ist eine mangelnde Repräsentation zu beklagen. Sie entziehen sich der Heteronormativität und wollen mit multikulturellen Identitäten und interdisziplinärer Praxis sich etablieren. Die Kunstschaffenden von Fafswak arbeiten mit einer Vielzahl von Kunstformen und Genres zusammen, um den öffentlichen und auch den digitalen Raum zu bespielen oder zu aktivieren. Sie zelebrieren queere, dunkle Körper, zeitgenössische, pazifische Kunst und kulturelle Restaurierung. Die Wiederherstellung der Kulturen über Online-Plattformen dokumentiert auf eine künstlerische Weise die kulturelle Vernetzung von Queer Pacific People of Color, die sich mit einzigartigen Identitäten in den urbanen Landschaften Neuseelands bewegen. Das Kollektiv entwickelt ortsspezifische kulturelle Erfahrungen und künstlerische Engagements, die ihre spezifischen und vielfältigen Kontexte als LGBTQ-Menschen aus Ozeanien ansprechen. Kia ora again. My name is James, and we are Fafswak. Thank you for having us. That was beautiful, guys. Thank you. Ja, vielen Dank. Very welcome to the space. Und herzlich willkommen hier bei uns im Raum. Jetzt geben wir weiter an Will von der Fundación Marea aus Kolumbien. Herzlich willkommen, Will. Vielleicht kannst du uns die Fundación Marea vorstellen. Afro y desde artes y toda la parte creativa. Entonces, realmente poder acompañarles en este espacio junto a mi compañera Paula. Bueno, dispuesto para la conversación, dispuesto para tejer con ustedes y dispuesto siempre poder estar conversando y compartiendo y aprendiendo. Hello everyone, I am Wilping from Fundación Marea in ich Quito, bin Wilping we are aus a Quito. Feminist activist group, and Fundación Marea ist unsere Initiative. Wir sind eine Aktivistinnen-Feministinnen-Gruppe und freuen uns sehr, bei diesem Gespräch heute dabei sein zu können. Okay, so later Paula from Fundación Marea will join us.
Auch Paula von der Fundación Marea wird heute mit dabei sein. Wir entschuldigen uns erstmal dafür, dass es ein bisschen später begonnen hat. Wir hatten ein paar technische Probleme zu lösen. Jetzt gebe ich weiter an Aleja Rojas von Más Arte, Más Acción. Herzlich willkommen, Alejandra. Ja, hallo Miguel. Hallo ihr alle und danke. Ich freue mich, dass ich hier bin und begrüße euch alle herzlich. Ich bin von Mama. Wir sind Teil der lokalen Lumbung-Initiative und engagieren wir uns im Bereich Kunst und Aktionen. Es ist ganz wichtig, dass ihr wisst, dass Más Arte, Más Acción eine von vielen Initiativen ist, die in Kassel zusammenkommen werden. Wir sind zusammen dort mit anderen Kollektiven aus der Pazifikregion und vielen Teilen der Erde. Wir tauschen uns aus über unsere Praxis. Die Idee des Entanglement, des Sich-Verbindens, Vernetzens ist uns eine ganz, ganz wichtige. Wir kooperieren in einer Vielzahl von Prozessen, sind aber eben auch Teil eines Netzwerks, setzen uns auseinander mit aktuellen Fragen, mit dem Paradigmenwechsel in der Kunst und in anderen Bereichen. Ich bin eine große Freundin von Marea und insbesondere bin ich ein Fan von Will. Als Frau, als Fotografin. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir in Quito als Feministinnen aktiv sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns auch austauschen über die Prozesse. Wir sind im Moment in einer Phase des Übergangs in Kolumbien. Vielleicht werden wir in den nächsten 20 Tagen die erste schwarze Frau haben in der Position einer Vizepräsidentin. Und damit wird der Aspekt Gender, Geschlechtervielfalt, Feminismus stärker in den Vordergrund kommen. Bewegungen wie die, an denen Marea teilhat, sind ganz wichtig in der Geschichte Kolumbiens. Ich sage das, weil Marea uns einlud, bei Lumbung dabei zu sein und wir haben vorgeschlagen, dass sie mit dabei sind. Ja, danke, Aleja. Wir werden jetzt ein Gespräch führen und ich frage zunächst einmal Marea und dann frage ich euch von Fafswag. Wir wissen ja, dass ihr beide
Organisationen bzw. Gruppen habt, die aus Kunstschaffenden bestehen. Wie bindet ihr die Community ein als künstlerisches Kollektiv? Y los hermanos indígenas y las hermanas indígenas del territorio. ¿Cómo funciona esa dinámica? Wie funktioniert das ganz praktisch? Wie bindet ihr die Leute ein vor Ort, die Brüder und Schwestern? Danke für diese Frage. Wir engagieren uns im Bereich der Kunst. This is a very interesting question because we are located in Colombia's Chocó department and the population in that department is 70% Afro-Colombian and around 20% indigenous. Kolumbianischen Bewegung, 80% in unserem Teil Quitos sind Afro-Kolumbianer. 20% sind indigenous. So this makes it the situation more complex for us because we have to find a way das to engage these diverse communities. But we try to leichter, find strategies by which wollen, to do ganz that. Viele Communities zusammenzuführen und wir entwickeln es, Strategien, damit das klappt. Wir haben nicht sehr viele Ressourcen bei uns im Land, aber wir denken, dass die Kunst ein ganz wichtiges Instrument, ein ganz wichtiges Werkzeug selbst darstellt. Das ist eine Herausforderung, was die Strategien angeht. Nuestra fundación, nuestra organización, básicamente, se piensa siempre en el contacto o en la interacción con la comunidad. Wir als Fundation, als Stiftung oder als Organisation kooperieren sehr, sehr eng mit der Community und denken natürlich auch an die spezifische Situation der Menschen in dieser Community. Wir wollen also versuchen, alle einzubeziehen, so weit wie möglich. Damit wir wirklich eine permanente Kommunikation auch miteinander haben. Strategies are based on keeping in touch with the community. So all of our activities involve direct participation with and from the community. We have circles and other practices that try to keep involved people of all ages in the community. Bueno, y es importante también mencionar en este caso. This is auch wichtig. Dass wir in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, dass wir auch die konkreten Probleme der Menschen in unserem Bezirk, in der Community thematisieren. Aber auch deswegen beziehen wir immer tatsächlich alle ein. Thing to note is that Chocó has many problems or issues, but that they are all a topic of discussion for people in the community. So we make it a point to maintaining conversation with the community. Okay, thank you. Now over to the crew, FAFSA crew. Ja, dann gebe ich die Frage mal weiter an die Freundinnen und Freunde von FAFSAC. Wie schafft ihr das, die ganze Community tatsächlich mit an Bord zu haben? Kamala, FAFSAC started off as like an online platform. Wir versuchen mit unserer Community in enger Verbindung zu bleiben, auch über technische Mittel, übers Internet und Ähnliches. Wir versuchen ja gemeinsam Antworten zu finden, Wege zu gehen. Ja, for a lot of us, it was also a way of finding wir sehen die Probleme in der Welt, die Probleme, die wir lösen müssen, und versuchen zusammenzukommen, gemeinsam zu handeln, zu agieren. Recognizing that in others and around
Wir finden uns also zusammen zu einzelnen Themenfragen. Die wir dann im Kollektiv thematisieren und in unsere Praxis umsetzen. So, for the last 10 years, how we kind of engage was creating these kind of spaces as young queer Pacific people that were practicing artists and trying to kind of find people like like-minded like us. So natürlich versuchen wir auch Menschen direkt anzusprechen. Versuchen uns zu vernetzen. Vielleicht auch eine Art System zu schaffen, in dem sich viele Leute repräsentiert oder auch vertreten oder zu Hause fühlen. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass wir versuchen, einen Raum zu schaffen, auch für die Jungen. Ein Ort, an dem man gehen kann, wo man auch tatsächlich andere findet. Es ist ein Prozess, sich in der Community zu bewegen. Wir haben ja auch verschiedene Generationen. Die wir versuchen einzubeziehen in unsere Initiativen und Arbeiten. I think fundamentally, though, Bassoic uses art to engage our communities. It's probably one of the other kind of principal mediums that we use to. Wir wählen für unsere Arbeit eine Vielzahl von Medien. It's also important just to give like some context and background that we come from. Und in allem, was wir tun, müssen wir die unterschiedlichen Hintergründe sehen, die unterschiedlichen Kontexte sehen. Wir haben zum Beispiel Migrierende von unterschiedlichen Inseln, are part of a generation that are kind of culturally displaced. And on top of that, being a queer person of color, there's a second layer that the Menschen dort repräsentieren. And so many of us grew up in a situation where the culture that we saw as like the identity of New Zealand didn't always reflect people like us. And so there was always like a very big political will or desire to like versuchen auch zu zeigen, dass es überall Menschen gibt, wie wir das machen, nicht alleine. Wir versuchen auch unsere Geschichten zu erzählen. Unsere Geschichten, die nie erzählt worden sind, viele unserer Geschichten sind nie erzählt worden und das versuchen wir weiterzugeben. Wir versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden, die Menschen erleben in unserer Community oder in unserer Initiative. Einzelne Aspekte. Und über diese Anknüpfungspunkte bilden sich Beziehungen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, weil wir ja auch alles Kunstschaffende sind und insofern unser Engagement in ganz
enger Beziehung zur Kultur sehen und das auch von Generation zu Generation weitergeben. Also wie gesagt, es ist ein Prozess. And also just thinking about the times that we're living in, it's been really important for us to kind of für uns ist es auch sehr wichtig gewesen, even though we started online, and to really just think about how we can be more intentional about what we share with uns, die Frage zu stellen und zu beantworten, wie können wir eher intentional arbeiten. Being in space with people and being in spaces with communities, our visibility was kind of elevated. Wie können wir sichtbarer werden? And for a long time, we were kind of consumed by a lot of audiences. And I think we're just in a place now as a team of people that we're very mindful of that consumption. And we're very mindful that it's more important for us to make things that we care about for people that we care about. Dass es wichtig ist, zu vermitteln, dass das, was die Menschen umtreibt, mit denen wir uns auseinandersetzen, auch uns umtreibt. Ja. Okay, thank you guys. Now I'll switch over to Mareya again. Noch einmal Mareya. Hola, Paula. Auch Paula ist jetzt bei uns. I'm going to ask her them how do they come together to create and work. Wie kommt ihr denn zusammen, Paula, als Kollektiv und wie organisiert ihr euch? Herzlich willkommen, Paula. Vielleicht kannst du dich vorstellen und uns etwas erzählen über die Arbeit von Mareya. Wie kommt ihr zusammen? Was verbindet euch? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Orozco. Hallo, ich bin Paula. Ich bin Dokumentarfotografin, lebe in Quito. Aktuell bin ich allerdings in Bogota. Ich glaube sehr an Kollektive und seit 5 Jahren bin ich bei der Fundación Mareya. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, zusammenzukommen. Zusammenzukommen in den unterschiedlichen Kunstformen, als Kunstschaffende tätig zu sein. Das heißt, wir kommen zusammen, wir sind kreativ, wir entwickeln Ideen. Und das ist es, worum es geht bei Mareya. Wir sind auf der Straße, wir machen Kunst, wir präsentieren unsere Kunst selbst. Ich glaube, alle, die der Fundación angehören, glauben ans Kollektiv, ans Zusammensein, ans Zusammenkommen. Ja. Hello. Hello, everyone. Yeah, we can hear you. You can hear me? My name is Paula Andrea Orozco. Yeah. I am a documentary photographer from Quibdó in Chocó. Right now I'm in Bogotá, which is why I'm wearing these warm clothes. In Mareya, we are a group of artists. We work on different things, but we are all committed basically to work on the streets through our different practice. We are all about being together and working together. We can now see one of the productions made. Vielleicht schauen wir uns mal eine der Produktionen an. Eine Produktion mit dem Titel Mobilisierung 8. März, Mobilisation 8 de Marzo. Eine Produktion von Fundación Mareya. Tres días antes de morirme, yo para irme derecho al cielo y no tener que penar, para irme derecho al cielo y no tener que penar. Gloria al Padre
Das war sehr eindrucksvoll. Paula, du hast dieses Video gemacht. Worum geht es? Sabemos que tú eres la creadora de este video. ¿Puedes, por favor, contarnos cuál es la intención en esta acción? Was ist die Intention? Warum habt ihr dieses Video gemacht? Bueno, para nosotras es importante primero manifestar que ist es ganz wichtig, dass wir ganz deutlich machen, dass der 8. März kein Feiertag ist, sondern ein Tag der Erinnerung. An diesem Tag sind wir deswegen mit dieser Performance rausgegangen, die wirklich eine Disruption war in der Stadt. Keiner hat erwartet, dass sie stattfinden wird. Und schon gar nicht haben die Leute erwartet, dass wir mit einem Sarg auf die Straße gehen. Es war also wirklich eine große Überraschung für die Leute, die waren wirklich ziemlich baff. Die Reaktionen waren auch recht heftig, man hat uns zum Teil auch beschimpft. Natürlich gab es aber auch Leute, die an unserer Seite waren, aber es war insgesamt eine gute Erfahrung, aber doch eine sehr starke Erfahrung. In Quito gab es in diesem Jahr zahlreiche Feminizide. Mehrere Frauen sind umgebracht worden und deswegen sind wir auf die Straße gegangen. Und Maria hat versucht, diese Performance eben auf der Straße zu realisieren, um verschiedene Themen anzusprechen. Und bisher ist es so, also ich habe das Video gemacht und ein paar Fotos auch. Und das war für viele Leute durchaus etwas ganz Wichtiges, denn sie haben nicht erwartet, dass wir in Chocto über Feminismus sprechen, dass wir das so stark inszenieren, aber wir wollten das genau so. Well, for us it was very important. This was a performance organized on March 8th. And we wanted to present this as a day that is not a day to celebrate, but to commemorate. In Chocó, many feminicides have taken place recently. So that day we organized this performance on the streets of Quibdó, and we were carrying a coffin. And it was very disruptive. People in the city did not expect that kind of event to be performed on a day like that. We at Mareya try to organize performances at least once a year, and usually we find them to be very, that they cause a lot of shock in the city, in the right way, I mean. Now I'll switch over to Will. Will. And ask him about the, you know, difficulties of collective work. Will, du puedes contar, reden wir über die Schwierigkeiten der Arbeit im Kollektiv. Und vielleicht, Will, erzählst du uns auch die guten Seiten der Arbeit im Kollektiv? Bueno, realmente siento que son más las bondades que las dificultades. Nun, die Schwierigkeiten. Wir hatten einige Schwierigkeiten als Kollektiv, aber eigentlich eher materieller Art. Es ging um Ressourcen, es ging um Unterstützung, da hätten wir mehr haben können, denke ich. Well, I think that collective practice has more good things than problems. Basically, our problems working collectively have to do with finding the right resources, because, of course, in Colombia, it's not hard to find such resources for art practice. También, evidentemente, somos una colectividad que está integrada por diferentes pensamientos. Natürlich ist es so, dass in einem Kollektiv Menschen zusammenkommen, die unterschiedlich denken, unterschiedliche Ideen haben, und das kann manchmal auch zu Spannungen führen. Aber unser Ansatz ist ja auch die gemeinsame Reflexion. Wir wissen, dass es durchaus Schwierigkeiten gibt, aber wir versuchen, diese auch gemeinsam zu lösen. Wir wollen gemeinsam sozusagen Instrumente entwickeln, um gemeinsam auch vorwärts zu gehen. Wir wollen unsere Praxis gemeinsam entwickeln, um eben eine Vielzahl von Themen auch ansprechen zu können. Of course, in our collectivity, we have different ways of thinking and feeling, but we think that that is a positive thing. We try to bring all of these differences and tensions
and try to use them collectively and purposefully and productively, we think that's an important part of what working collectively is. Bueno, para cerrar, decir que en estos años que tenemos de integrar esta colectividad, seit einigen Jahren sind wir ja in der Fundación zusammen und ich würde sagen, dass wir sehr, sehr viel gemeinsam überlegt haben, gedacht haben, aber auch sehr, sehr schöne Momente gemeinsam erlebt haben. Das heißt, es ist im Grunde eine sehr positive Erfahrung, würde ich sagen, die wir gemeinsam gehabt haben als Fundación Marea. Wir sind zusammen und das ist für uns der Schlüssel. Nur so kann es vorangehen. During our years working as a collective, we have had many wonderful moments and many moments of learning. We really believe that working out of love is crucial to the work of our foundation, even though we work in a place like Quibdó, which is a bit hostile. We do think that love is the key to our work as a collective. Beautiful, thank you. Now I'll switch over to Fafswerk. I want to ask you guys, Fafswerk, noch einmal bitte. Wie ist es bei euch? Welche Vor- und Nachteile seht ihr als Kollektiv und in eurer Arbeit als Kollektiv? Und was bedeutet das im sozialen Kontext und mit Blick auf eure Identität? Obviously, queerness is an anomaly, and this group of practitioners, we all have quite varied backgrounds and access points that we come together with. Auch wir profitieren natürlich als Kollektiv davon, dass wir unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Und in den letzten 10 Jahren haben wir einiges zusammengetragen, was das angeht. Und eben auch davon profitiert, dass es sehr, sehr viel unterschiedliche Ansätze gibt, Vielfalt im wahrsten Sinne des Wortes. In der Interaktion, im Zusammenspiel, im Zusammenwirken und auch in der Wirkung mit unserem Umfeld generieren wir sehr, sehr viel Produktives. Das hilft uns, uns weiterzuentwickeln, weiterzukommen, individuell und als Gruppe. I just think about colonization as it's often talked about from an institutional lens that it's something that happened in the past. But we know as indigenous Moana people that wir setzen uns natürlich auch auseinander mit der Vergangenheit und als indigenous people. And I think one of the challenges ist das ein ganz wichtiger Punkt. Die Herausforderung besteht vielleicht darin, sich nicht vom System einfangen zu lassen. Wir sind sicherlich ganz stark verhaftet in bestehenden Systemen, versuchen aber eine Praxis zu leben, die Freiräume ermöglicht für die Menschen in der Gesellschaft. Auch umzugehen mit der Ablehnung anderer oder den Schubladen, in die man gesteckt wird. Wir versuchen wirklich sehr viele Aspekte hier zusammenzufügen und oder zu führen und daraus etwas zu machen. Wir haben ja auch, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, einen Generationenwandel in der Kultur, der hier wirkt. Und damit andere Erfahrungen, neue Erfahrungen, die dazu kommen, eine Rolle spielen. And I say these things
recognizing that it's not a perfect system, that we don't always agree as a group of people. In fact, we disagree a lot. Natürlich ist ein Kollektiv nicht die perfekte Situation oder unser Kollektiv ist in dem Sinne nicht perfekt. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, Meinungsverschiedenheiten, Debatten. Aber wir versuchen das gemeinsam dann auch zu lösen, zu diskutieren und uns zu konzentrieren auf das, was wir gemeinsam machen wollen. Und ich glaube, wir haben im Laufe der Zeit auch gelernt, damit umzugehen. 2013, als wir begonnen haben, war das vielleicht sogar noch anders. Es ist jetzt ein weiter Weg oder ein langer Weg, den wir gegangen sind seit 2013. Es gab auch sehr viel Fluktuation. Wir haben ganz andere Leute zum Teil heute dabei, als wir damals hatten. Aber wir hoffen, dass alle die, die dabei waren und dann vielleicht andere Wege gegangen sind, auch profitieren konnten, etwas für sich mitnehmen konnten. Dass es eine Bereicherung für ihr Leben war, auch diese Erfahrung. Also ja, es ist durchaus eine Herausforderung, als Kollektiv zu arbeiten. Aber es ist gleichzeitig die Grundlage für unsere Arbeit. Wir als Gruppe gehen gemeinsam vor. Wir haben im Grunde auch sehr viel gelernt über uns, über das Land, über die Menschen in dieser Gemeinsamkeit. Wir versuchen, die indigene Kultur auch weiterzuleben. Das ist eine Kultur des Teilens. In materieller Hinsicht spielt sich das aus, aber auch in anderer, natürlich. Wir versuchen, Fragen zu stellen. Und vielleicht auch gemeinsam Antworten zu finden. Hello. I think also at the forefront of our practice, it is the relationships. Kurze Entschuldigung der Dolmetscherin, es gibt ganz massive technische Störgeräusche. Ich höre gerade die Redenden. Man war zwar nicht genug, um sie zu dolmetschen. Bin gleich zurück. Hoffentlich. The way that we work together is to center our relationships, and that means to center each other. Unsere Arbeit im Kollektiv ist natürlich ganz geprägt von Zusammenkommen und hat damit auch durchaus eine politische Dimension, wenn man so will. Wir versuchen wirklich als eine Gruppe über die heteronormative Situation oder die heteronormative Gesellschaft in Neuseeland hinauszugehen, uns in dieser Gesellschaft zu manifestieren. Und damit auch zu einem Empowerment der Communities, der indigenen Communities beizutragen. Oh, we're just one story in like
very vast ocean of particular individual experiences, and that we can't always speak for everybody, because often we come together as a group, so large institutions will expect us to speak on behalf of other communities and other groups of people, and it's just impossible. So while we are very visible and we have this big voice and we like to use it, we can only speak for ourselves, and we can't speak to everyone's lived experience. And I think that's the beauty of like being in a collective as well. Thank you, guys. I love how you pass the mic and we can get to hear all of your voices. Es ist wunderschön, alle eure Stimmen zu hören. Midnight over there is the morning here. Und ich werde, bei euch ist es Mitternacht, hier ist es, wo ich bin, vormittags in Deutschland ist es nachmittags, aber ich sage noch einmal an die Adresse der uns Zuhörenden, egal wo, ihr könnt gerne Fragen stellen oder Kommentare abgeben hier über unsere Website, und derweil schauen wir noch einmal ein weiteres Video. Tete maruru ina le lalolangi, a o te soina mai oi fafo mai lo manawa. Ua rare lua ina le langi, ina ua taia I maa, ma ua tu ese se ina ai I taua. O le a o tanu ina lo to ala whanau, ina ia toi foi atu I le ele ele. Ua osa paia oi le pepe o le toto, ma le tama o le palapala. Pea e vai vai, pea e fia moe ma natu natu. O lunga o o hawai, o tosu tosi ina I a uli, o la o malu lea. E o mai aso, o le atu uina lo tula e malo lo. O le apa uli la, ma ngase toto waili ma sima. O a o toi upu ia, I e teo I lo fatu, ma lo mama. I tanu mi a o I lalo I fō o vai, I ele ele, papatū, maata anoa. Tū I lunga le nei maunga, o au a maata mā, a wā, a lau ma o ta lea.
Thank you. That was beautiful. Can you guys tell us and the audience about this video? Sehr schön. Vielleicht könnt ihr uns noch mal etwas sagen zu diesem Video. Hello. So this work is called Fa'amomo, which means fable in Samoan, and it's a practice of storytelling. So the story that we wanted to tell in this work was about, well, the question that we had asked was, where was our place as queer folk from the Pacific? And so, due to colonization and the arrival of Christianity, wir erzählen die Geschichte der Kolonialisierung, wir erzählen die Geschichte der Welt. Sehr viel Wissen, sehr viel von der Geschichte unserer Community ist zerstört worden, ist vernichtet worden. Vieles ist verändert worden, auch was unseren Blick auf unsere Community angeht. Ein Teil der Kultur, unserer Kultur, ist verboten worden. Und wir versuchen, daraus zu kommen, das Wissen, die Ideen, die es in unserer Community gibt, zu vermitteln, rauszubringen, weiterzugeben, auch die Rituale bekannt zu machen und zu erläutern. Thank you. Now we will watch another video from Mareya. This is called Chocó Jungle Project. Jetzt schauen wir noch einmal ein Video von der Fundación Mareya. Me llamo Rita Bermúdez. Soy ama de casa. Hoy en este momento pertenezco al grupo de alabado ancestral Las Tejadas. Me inicié allí desde pequeña, vi que siempre mi mamá, porque esto es una tradición de familia, siempre Las Tejadas. A nosotros siempre nos decían que para la época de la esclavitud, que era la única manera que los negros tenían para estar juntos cuando se moría alguien, ¿sí? Pero más que todo en sus muertos era donde ellos podían expresar lo que sentían, ¿sí? Y eso para ellos era una felicidad. Y entonces yo creo que desde ahí viene la tradición del canto. Cuando se va alguien, dice uno se va porque al más allá es una transición, un paso, se va alguien, entonces ya uno puede como que acompañar al doliente, hacerle un seguimiento hasta la última hora, ¿sí? Y hoy en día nosotras vivimos por los alabados, somos parte de los alabados, nos gusta y es de nuestra cultura, nuestros ancestros. Porque ya la tradición se está perdiendo. Ya la juventud hoy en día no le gusta, ¿sí? No le gusta a ellos cuando escuchan que alguien canta un alabado y dice, ¡ay, está llamando muerto! No, eso no es llamar muerto, eso es nuestra cultura. Y ay, Dios, no permitas que el hombre destruya la creación. El mar se está muriendo de triste melancolía. Porque los hombres acaban las especies cada día. Si la tradición se acabara, sería muy triste. No sé, como que le falta algo a la gente, le faltaría algo al pueblo y no es lo mismo. En este momento, si el grupo ancestral Las Tejadas no está continuando con la tradición, se acaba, würde diese Tradition verschwinden, sie würde verschwinden, die Menschen in El Valle würden nicht mehr singen. Und dann geht es nicht weiter und verschwindet das.
Es sind nur die Sejaras, die singen. Also die Erwachsenen müssen den Kindern diese Tradition vermitteln, damit sie weiterleben kann. Wir wollen aber auch nicht nur, dass diese Tradition gelehrt wird. Wir wollen wirklich, dass die Jungen auch die Alten dann repräsentieren, dass sie da sind, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Und dass es wirklich aus ihrer Seele kommt, dass es ihr Wunsch ist. Es wäre schön, wenn es das Alabado immer gäbe, das Arrullo gäbe, das Ruka gäbe, die Romances, die Wali. Dass das nie aufhört. Das wäre schön. Paula, erzähl uns doch. Wie entscheidet ihr bei Fundación Marea in der Gruppe über Kreativprojekte? Dieses Video haben wir vor ein paar Jahren gemacht. In El Valle, in Choco. Und da haben wir diese Tejadas, die Sängerinnen. Für uns, die wir in der Pazifikregion leben, gibt es eben diese Alabados. Wir singen, wenn jemand stirbt. Years ago in Bahia Solano on the Pacific coast. And for us who live on the Pacific, on Colombia's Pacific coast, the alabao is a very important tradition. Marea unterstützt diese Prozesse, solche Projekte und die Tejadas. Gibt es schon lange. Und sie lehren auch die Nachkommenden, also Kinder und Jugendliche, die Alabados. Wir are really supportive of these processes. The Tejada women are continuing, are keeping the tradition. They continue to work teaching the children. Desde Marea siempre tratamos de apoyar a los Marea versuchen wir immer verschiedene Gruppen zu unterstützen, kunstschaffenden Gruppen, also Gruppen von Musikern, Musikerinnen und anderen. Marea siempre está tratando de hablarse con otras ist eigentlich permanent im Austausch mit anderen Gruppen und Initiativen im Bereich der Kunst und der Musik. So we at Marea are always interested in offering our support and collaborating with people who are working on different artistic practices. So it's always about finding a connection and finding ways to collaborate with them. Wir glauben daran, das Vermächtnis unserer Vorfahren retten zu können oder weiterleben zu können. Und deswegen arbeiten wir sehr, sehr gerne mit den Älteren zusammen. Aber wir bringen sie auch zusammen mit den Jüngeren oder sind selber zusammen mit den Jüngeren, um das lebendig zu halten. So we are really committed to preserving ancestral traditions. But we are also interested in new things, in innovation. So we are always working at the same time with people, with the elders of our community. We are also trying to pay attention and support to what the young people are doing. Bueno, y para terminar,
Und ich möchte übrigens zum Abschluss auch noch sagen, dass ich Fasuak ganz, ganz toll finde. Ich finde es faszinierend, dort am anderen Ende der Welt, wenn man so will, laufen diese wunderbaren Initiativen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier zusammenzukommen und uns auszutauschen. Und ich liebe es, dass Sie uns etwas erzählen können. On the other side of the world. We here are also really interested in Afrofuturism and in finding other ways to tell the story, to re-narrate the way that our story is being told. Thank you. Guys from Fafswag, this question comes from the comment section. Danke. Jetzt kommt hier eine Frage aus dem Chat für Fafswag. What comes after the entanglement? Was kommt denn nach der Vernetzung? Vernetzung, was kommt danach? Entanglement, Vernetzung, das ist eine Lebensaufgabe. Das ist ein permanenter Prozess. Das geht einfach immer weiter. Es ist eine Sache für unsere Generation, aber auch für alle weiteren. Wir geben ja auch vieles weiter an nächste Generationen oder zumindest wollen wir das. Es ist also ein permanenter Dialog, ein permanentes Gespräch, wenn man so will. Auch was unsere Träume angeht. Yeah, I don't think the journey is linear. So I think you, every time you think you like manage to untangle yourself, you find yourself tangled. Man kann natürlich versuchen, sich zu entwirren, wenn man sagt, Verwirrung, Vernetzung, Entanglement sind ein Teil der Arbeit. Und man versucht vielleicht von Zeit zu Zeit, sich da rauszuziehen, um es dann anders zu betrachten oder wieder neu anzusetzen. Aber es ist etwas tatsächlich, was permanent stattfindet. Und danke für die Worte, Paula. Thank you, guys. Ahora voy con Will. Will, también para ti la misma pregunta que le hice. Will, auch an dich die Frage. Was kommt nach dem Entanglement, nach der Vernetzung, nach dem sich hineinwirren? Was ich aus dem Gespräch mit Fasuak mitnehme, ist, dass diese Prozesse keine linearen sind. Das heißt, wir sind in einer Dynamik. Wir sind Teil von Prozessen, die dynamisch verlaufen. I really like the idea that the entanglement is non-linear. So I agree with, it's the same here for us, for me, Will, and for Mareya, that what we have to do is to keep, continue the processes going. Pero también creo que siguen infinidad de cuestionamientos. Aber natürlich ist es eine Unendlichkeit, auch was die Fragen der Aufgaben, die Fragen überhaupt, die wir uns stellen, angeht. Das heißt, wir sehen uns als Menschen, die etwas aufbauen und die sich natürlich auch ganz intensiv befassen mit den Bedürfnissen der Communities und sich entsprechend in diesen engagieren. But I also think that there are an infinite number of questions ahead, but we feel very excited to confront these questions. And to be attentive to the needs of our communities and to how art and culture can alleviate them. Ya para finalizar, pues cabe destacar que en lo personal ha sido muy grato.
Ich möchte auch sagen zum Abschluss, dass das für mich eine ganz wunderbare Erfahrung war. Also Teil dieser Gespräche sein zu können, ist eine wunderbare Sache. Wir sind, glaube ich, auch darüber miteinander verbunden, alle miteinander verbunden, auch wenn wir geografisch sehr weit voneinander entfernt leben, sind wir Teil dieser Prozesse. Und es ist ganz wichtig, auch dass wir hier gemeinsam sind. And to conclude, I wanted to say that I really feel really happy to at seeing how that process and our own are so much in tune, even though they are at such distant locations. We are both trying to knock down imaginary constructions about our territory and build new ones. Okay, thank you. So to start wrapping up this conversation, to the guys over at FabSwag, is there zum Abschluss like to speak about that maybe würde ich gerne nochmal euch von FabSwag fragen, gibt es was, was ihr gerne noch ansprechen möchtet? I just wanted to say, on behalf of FabSwag Arts Collective, a big thank you to Maria and the Long Long team. Im Namen von FabSwag möchte ich gerne sagen, dass wir uns sehr, sehr freuen, dass wir Teil des Lumbung-Kontexts sind und dass wir die Möglichkeit hatten, auch etwas zu sagen, zu teilen aus der Perspektive der Indigenen. Danke für diese Gelegenheit und ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Thank you guys. Paula, hay algún Paula o algo que quisieran mencionar que quizá no les preguntamos? Will, wollt ihr noch irgendetwas Ergänzendes sagen? Auch ich möchte danken für den Raum, für die Möglichkeit, für die Verbindung von uns, die ja geografisch so weit voneinander entfernt sind und sich doch so nah sind. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir erzählen können, was wir machen, dass wir kommunizieren können. Danke. Thank you for creating this space of togetherness that has allowed us to connect these two very distant locations. It's always important for our voices to be heard. Sí, agradecer también a Más Arte, Más Acción. Und ich möchte auch Más Arte, Más Acción danken für die Einladung, für die Möglichkeit, dass wir das hier machen können und dass wir die großartige Gelegenheit hatten, die Leute von FabSwag zu treffen. Thank you. We are definitely stronger together. Danke, wir sind auf jeden Fall stärker zusammen. Ja, wir sind tatsächlich räumlich sehr weit voneinander entfernt. Aber in diesem Raum hier sind wir uns nah. Und ich gebe jetzt zum Schluss noch einmal das Wort an FabSwag für eine Abschlusszeremonie. Thank you.
That was beautiful. Thank you to everybody at FabSwag. Thank you, Paula and Will. Herzlichen Dank, FabSwag. Danke, Paula und Will. Danke, Tupac. Thank you, Tupac Cruz, for the translation. Thank you to Undine Schaffer. She is the sign language. Danke an Undine. Thank you to our German translator, Lilian Strip. My name is Miguel Mendoza. Danke an Lilian Astrid, Giese, unsere Sprachdolmetscherin Englisch-Deutsch, Spanisch-Deutsch, und ich bin Miguel Mendoza und freue mich, dass ich heute für euch moderieren durfte. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Gracias und ciao. Dum da ga ding dang da ga da ga dum dum da ga ding dang ga dang 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 ta ga da ga dum dang ga dang dang ta ga da ga dum ta ga da ga brang.